Okay, noch einmal, sag schon mal Videos rein, meine Freunde. Dann ist auch Zeit für Minecraft. Ich habe keinen Bock mehr, ich bin ehrlich. Es ist die Kippe, oder? Das Haus zahlt sich nicht von alleine. Ja, so Digga, komm. Es ist die Kippe. Also mir kann niemand erzählen. Er guckt doch auf die Kippe drauf. Er guckt ja wirklich dahin. Manchmal unterstelle ich Leuten einfach, dass sie für die Memes selber dumm sind. Auch Trimax. Ja. Heute ist wieder soweit. Heute war ich mal wieder. Ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Unter meinen Videos unterwegs und habe eure Kommentare durchgelesen. Das heißt, heute kommt ein Sascha liest Kommentare. Und ich würde sagen, wir fangen ganz traditionell an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Challenge. Ein Video hochladen, ohne dass es runtergenommen wird. Das ist mittlerweile kein Problem mehr, weil YouTube und ich sind so wieder pünktlich wie immer. Ich habe noch nie geraucht. Ich trinke keinen Tropfen. Stößchen. Ich habe noch nie zu spät ein Video hochgeladen. Ist die Geschichte wahr? Alles gelogen. Ich kenne sogar Sascha, der hat ja schon viel schlimmere Sachen gemacht. Oder gelogen? Lüge. Drei Dinge, die unendlich sind. Das Universum, ja. Simon Unges Privatvermögen. Ja. Ich bin reich. Der war gut. Mehr Anzeigen. Der Umfang von Saschas Nasenlöchern. Ey, übertreib. Ich finde es so krass, ich habe da früher schon immer darauf hingewiesen, dass diese Nasenlöcher einfach brachial riesig sind, so no front, die sind einfach unglaublich riesig, die sind einfach wirklich ganz, ganz groß und der hat es immer abgelacht, hat immer gesagt, nein, 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 nein und jetzt ist es ein Meme geworden. Ich finde scheiße, ich würde gern, dass Sascha... mit mir einfach zusammen in meiner Innenstadt steht und ein bisschen Nasenflöte spielt. Das wäre geil. Bleib doch nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen größere Nasenlöcher als manch andere. Ein bisschen. Aber wo gibt euch das... Digga, Junge, du hast wenigstens Nasenlöcher. Aber Nacken, meine sind unterschiedlich groß. Ich kann durch das Nasenloch nichts riechen und das ist so groß wie ein Arschloch von der Pornodarstellerin, Bro. Hast das Gefühl, dass das hier unendlich ist? Immer tiefer kann der Mensch in die unendliche Weite schauen. Es ist eine ganz normale Nase. Gott sei Dank, Video nur 3 Minuten. Also wer auch immer... Jens Klosalla, schade drum. Da war auf jeden Fall wieder was anderes am Start. Gut sein soll. Ich glaube, heute wird es ein bisschen kürzer. Niemand, wirklich niemand. Sascha im Herbst bringt T-Shirt raus. Sascha im Sommer bringt Pullover raus. Hör ich da mein RTL? Mein RTL! www.unsympathischer.de. Endlich ist der neue All-Over-Hoodie in schwarz, der neue All-Over-Sweater in weiß, das neue All-Over-Shirt in schwarz, das neue All-Over-Shirt in weiß online. G steht für gönn und X steht für reingönn. Ja. Ich glaube, Saschas Nasenlöcher dienen als Vents in Among Us. Digga, also sieht das für dich jetzt realistisch aus? Für mich auch nicht. Der Welpe zeigt Zunge. YouTube, dafür erstmal Video entfernen, wieder hinzufügen, wieder entfernen, wieder hinzufügen und anschließend mehr Anzeigen. Mittlerweile ist es grün. Verpiss dich! Top 10 Dinge, die loster als Trimax sind. Können wir dafür vielleicht nochmal das Intro benutzen? Danke fürs Lesen! Grüße gehen raus an Trimax! Max, ich habe neulich einen Stream angeschaut und ich muss wirklich sagen, Baba Stream! Ja. Nee. Was ist Sascha mit 2 Nasenpiercings? Mehr Anzeigen. Ein Audi! Jo, Leute! Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? 12.535 Menschen denken, dass ich mit 2 Nasenpiercings aussehe wie ein Audi. Sehe ich gerade auf diesem Bild aus. Ja. Wie ein Audi. Nein! Ich will in den Kommentaren nichts dazu lesen. Ich wurde von zu Hause rausgeschmissen. Darf ich jetzt in Saschas Nase wohnen? Sie suchen noch eine bezahlbare Wohnung im Raum Stuttgart mit 120 Quadratmeter, Garage, begehbarer Kleiderschrank, Gäste-WC, Tennisplatz, Fußballplatz, Supermarkt, Helikopter, Land... Sascha wird in seinem Kommentarbereich gemobbt. Stimmt. YouTube, mehr Anzeigen. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett... raus! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Mobby tragt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Wenn die Kippe richtig rum anging.
Einfach nur klasse, Leute. Ich